Hallo Slurps und willkommen zurück zu Stardew Valley. Wieder bunt, live und mit Ton. Alles vertreten. Und es passiert was richtig Aufregendes. Wir werden den Strohhut aufziehen. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich das Spiel starte, dass ich schon diesen Strohhut anhabe. Und dann vergesse ich es einfach, ihn zu wechseln. Ich weiß, richtig aufregende Geschichte. Okay, wir schauen mal nach dem Wein. Und heute ist das Eierfest. Oh, immer noch nicht fertig. Na gut. Wir räumen den Stroh doch gerade noch weg. Das Eierfest beginnt, glaube ich, um 9. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Zack, weggeräumt. Stark. Und dann will ich doch nochmal auf die Insel auf jeden Fall in der Folge. Und nach diesem Farbenrätsel gucken. Ah, cool. Ja, 3 Batterien wieder. Hier ist neuer Kaviar. Störleich. Verzeihung. Kaviar ist erst, wenn er bearbeitet wurde. Kann ein Tier einen guten Tag sagen? Dieses Schwert. Zack, zack. Hallo Schwein. Ja. Hier die Klangsteine kann ich anscheinend erst machen, wenn. Sag mal. Die Schweine habe ich aber schon eingegeben, dass die schwanger werden dürfen. Aber wenn die beide weiblich sind, ist halt schwierig. 20.000 kann ich die verkaufen. Wie krass. Würde ich niemals machen. Aber das ist schon eine ganze Menge Geld. Diese Klangsteine kann ich anscheinend erst machen, wenn irgendwas freigeschaltet ist. Habt ihr gemeint. Von daher brauche ich mich da jetzt erstmal nicht drum kümmern. Aber Goldene Walnüsse ist immer noch stark und ich will auch dieses Rätsel mit diesen Seesternen schaffen. Die letzte Option wäre, dass es nur noch 11 sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur 11 Seesterne sind. Das weiß ich nicht. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem jetzt ausprobieren. Aber das ist... Ich habe ja gestern nebenbei kurz gezählt und da waren es ja irgendwie schon 7 oder 8. Und ich habe jetzt nicht wirklich intensiv gesucht. Das heißt, es sind auf jeden Fall noch... Es sind mehr als 11. Aber ich habe doch alle anderen durchgeklickt und es wurde nicht als geschafft gewertet. Eierfest hat begonnen. Ja, ich guck gleich. Leer. Lachsbeere. Und wie es hier drin aussieht. Hier wird noch gearbeitet. Wenigstens einer, der auf dem Hof hier was arbeitet. und dann räume ich hier mal den... Oh Gott. Den Schüssel weg. Wo packe ich denn jetzt die Batterien rein? Nee, auch, ich glaube, die mache ich auch hier rein. Oder? Ja. Die verkaufe ich. Zack. Qualitätsdünger. Könnte ich auch noch verteilen im Gewächshaus. Was mache ich mit diesem Seestern? Gebe ich den auf? Verkaufe ich den? Glaube ich, verkaufe ich, oder? Wahrscheinlich ist das ist wahrscheinlich... Ihr habt ja mal geschrieben, glaube ich, was ich alles verkaufen kann und was nicht. Aber, kann es mir nicht merken. Verzeihung. Tschüss. Ah, tut nur ein bisschen weh. Okay. Krass, die Pam arbeitet, obwohl das Eierfest ist. Die ist fleißig, die ist überraschend fleißig. Unsere Hennen mussten Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten. Sie verdienen nur das Beste heute Abend. Eine Runde saftigen goldenen Mais. Das ist so selten, dass man den Shane lachen sieht. Das ist jetzt das dritte Jahr Eierfest. Wahrscheinlich werde ich alle Gespräche, die ich jetzt gleich führe, exakt immer die gleichen Reaktionen abliefern wie in den letzten Folgen. Oder meine Meinung hat sich in den letzten 5, 6 Wochen komplett geändert. Oh, Plüschhase, der ist schon sweet. Rasenflamingo, die finde ich ja tatsächlich Erdbeersaat. Wächst im Frühling in 8 Tagen. Ah. Es lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Saisonpflanze. Der Hase ist schon sweet. Das habe ich ihn gekauft, jetzt ist es eh zu spät.
Aber wenn ich den wahrscheinlich easy peasy über meinen Möbelkatalog bekommen hätte. Ich kann mir nie merken, was da drin ist. Ich glaube, da ist einfach. Ich muss mir einfach, glaube ich, einreden, dass da alles drin ist, dann ist das geregelt. Keiner redet wirklich mit mir, ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Mittlerweile muss er doch ein bisschen akzeptierter sein, Linus. Gibt es irgendwo noch mehr zu essen? Ehe, ich habe den Punsch etwas. Du bist doch gerade zum Bus gelaufen. Das bleibt aber unser Unskindchen. Ich hoffe, allen schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sie sich alle schnappt. Gelegentlich Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Das stimmt. Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Ich bin schon seit Tagesanbruch wach und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Hen. Eier, schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Absolut. Trotzdem, ich esse auch sehr gerne Eier. So, diese vegane Ernährung finde ich ja auch ganz spannend. Tatsächlich sehr spannend, meine ich jetzt gar nicht irgendwie sarkastisch oder sowas, aber ich glaube, ich weiß nicht. Eier und Milch ist halt trotzdem etwas, was ich echt... Milch zu ersetzen ist echt nicht die Schwierigkeit, aber bei Eiern. Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft ein angenehmes Gefühl. Aber manche Traditionen sind auch einfach Schrott. Worüber sind alle so glücklich? Eier. Warum Eier? Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Es gab mal einen Eierwettwerf mit faulen Eiern. Bürgermeister Lewis hat dem schnell ein Ende gesetzt. Eierweitwurf. Das habe ich mir auch jetzt schon viermal erzählt oder sowas. In meinem alten Heimatort gab es auch einen jährlichen Eierweitwurf. Ich fand es tatsächlich eine krasse Lebensmittelverschwendung. Auch schon als Kind. Aber es hat auch mega viel Spaß gemacht. Und der Witz war, ich habe früher Handball gespielt und es waren Handballer aus einer Profiliga da und die haben auch mitgemacht und ich war total begeistert und wollte ein Autogramm und die waren richtig unfreundlich. Die waren sowas von unfreundlich und haben keinen Bock gehabt, irgendwie das also wo ich mir gedacht habe, also auf der einen Seite verstehe ich es, weil du als Privatperson da bist, aber also trotzdem, ich fand's. Also wenn du als Privatperson da bist, dann ist das okay. Aber wenn dann trotzdem jemand kommt und dich erkennt und dich nett fragt, ob du ein Autogramm ausstellen könntest, oder dann bist du doch kein Arsch, oder? Ich weiß nicht. Schnief, meine Nase. Schnief, Nase, Allergien. Dieses Fest ist ganz nett, aber was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Ich brauche das Protein für meine Beine. Teilweise verstecke ich Eier zu gut und keiner findet sie. Naja, bis der Sommer dann kommt, die heißen Temperaturen bringen schließlich einen fauligen Geruch an den Tag. Daran erinnere ich mich. Gibt es diese einfache Regel, sei kein Arsch. Wenn man sich an die hält, ist echt schon viel gewonnen. Abby liebt die Eiersuche schon von klein auf. Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nichts über einen freien Tag mit Freunden zu plaudern. Ich bin kein großer Fan von Eiern, um ehrlich zu sein. Selbst mit meinen Beinproblemen verpasse ich nie ein Stadtfest. Okay, mit allen gequatscht, glaube ich. Los geht die Eiersuche. Lass uns anfangen. Das Schöne ist, da ich schon mal gewonnen habe, habe ich jetzt gar keinen Stress und gar keinen Druck mehr. Es kann auch jemand anderes gewinnen. Und ich freue mich trotzdem darüber. Aber ich versuche trotzdem zu gewinnen. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche oder Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Das ist eigentlich auch arschig, da Witz zu machen, oder? Wenn die kleinen Kinder mitmachen, dass die Kinder doch gewinnen. Nun denn, sind alle bereit? Los geht's! Na, lasst die Eiersuche beginnen! Schneller Slurp! Mensch, ich bin schon an 3 Eiern vorbeigelaufen. Hier oben lang zu laufen war, glaube ich, echt nicht so klug. Wie komme ich denn da hin? Komm ich da oben hin? Ich glaube nicht. Hilfe! Ich
bist an einem vorbeigelaufen. Ich habe, glaube ich, echt eine dumme Route genommen. Der Abstand zwischen den Eiern ist riesengroß. Da komme ich auch nicht hin, oder? Komm ich da hin? Ah, nice. Ist da noch was versteckt? Nein. Es ist nur Rückseite. Da ist doch ein Ei. Danke. Oh, gleiches Zeitraum. Das Ei will ich noch. Nein! Das war eine Reichweite. Ärgerlich. Aber ich glaube, das reicht nicht an Eiern. Wahrscheinlich hat die Abigail wieder gewonnen. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Abigail. Abigail! Ja. Schön. Hier ist dein Preis, Abigail. Viel Spaß. Würde mich interessieren, was ihr jetzt bekommen habt. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Witzig. 22 Uhr. Ich könnte noch mal kurz losreiten und nach Lauch gucken. Dann gehen wir morgen auf die Insel und haben Inseltag und dann ist das doch fair. Hier habe ich schon ein bisschen Frühlingssaat ausgestreut. In der Hoffnung, dass da auch Lauch rauswächst. Ah, perfekt. Hier ist Lauch. Ich glaube, sogar im Dunklen ist der Lauch einfacher zu finden als im Hellen, weil er so ein bisschen raussticht. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und ich übersehe jetzt ganz gleich ganz viel Lauch. Das ist nix. Muss ich auch mal aufräumen. Und dieser Stein, wie geht der denn weg? Das ist dahinter. Kommt da noch was? Ich glaube, die Frage habe ich auch schon mal gestellt. Ne, hier ist kein Lauch. Nur ganz viel Hindernisse. Los, Fury. Schaffst du zum Reiten. Gucken wir jetzt nochmal am Bergsee. Gibt es Menschen, die sich echt nur mit den Teleportern fortbewegen in Stardew Valley? Wahrscheinlich schon. Laufe nicht zum Berg, ich teleportiere mich. Teleportiere mich zum Hof. Oh, noch ein Lauch. Perfekt. Hier muss ich auch mal aufräumen wieder. Aber nicht jetzt. Ja, wir gehen ins Bett. Du bist müde, Slurp. Hab's gesehen. Buschalte Stelle. Hier noch Lauch? Nein. 86.000. Warum habe ich denn noch so wenig Geld? Oh, mein Hasen war ja noch. Wir stellen ihn hier ins Zimmer. Witzig. Ich liebe hier auch ein echt Plüschtiere. Ich bin ja ein mega Plüschtier-Fan. Habe auch ganz viele Plüschtiere. Weiß, Mann Mitte 30. Ist mir egal. Ich mag Plüschtiere. Mir egal, was die Rollenbilder sind. Ich mag Plüschtiere. Fertig. Oh nein! Dieses Unkraut zerstört alles. Hallo, Glenn. Hallo, Frau. Hey, jemand muss wohl einen festen Schlaf gehabt haben. Du siehst heute Morgen fresh aus. Fresh? Immer noch nicht. 14 Tage habt ihr gesagt. Aber das muss jetzt aber die Tage sein. Ich dachte, ich habe die im Winter reingeschmissen. Weiß schon gar nicht mehr. Ah, Kirschblüten. Oh, perfekt, kann ich zwei reinschmeißen. Hallo, ihr alle. Nein, ich will... Ich will... Danke. Ich will doch nur den Trüffel. Ich will doch nur euer Bestes. Guten Morgen, Prona. Wie sieht's hier drin aus? Oh cool, hier sind neue gewachsen.
Ja, mittlerweile hätte ich schon... Boah, die sind auch alle schon wieder gewachsen. Oh, warum geht das denn so schnell? So, ich glaube, wenn es echt so schnell geht, verkaufe ich die, hä? Und hier muss ich echt mir neue Bäume mal hinstellen, weil... Zweimal Apfel, zweimal... Was ist das andere gewesen? Granatapfel? Granatapfel brauche ich nicht. Und die sind auch fertig. Nein! Ich habe auf gar keinen Fall ausgesehen, das Totem benutzt. Das wäre ja mega peinlich. Oh, die Kartoffeln sind noch fertig. Oh, schaffe ich es überhaupt noch auf die Insel denn heute? Ich gucke erstmal nach den Tieren. Dann gucken wir nach den Kartoffeln. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich wollte eigentlich noch auf die Insel. Kartoffeln? Weil ich würde noch ganz gerne neue Kartoffeln noch aussehen. Oh! Das zerstört meine Planung enorm. Immer dieses Geld verdienen. Geld verdienen zerstört echt jegliche Tagesplanung. Oder soll ich die alle... Ich pack die in meinen Kühlschrank. Daraus mache ich Samen. Das ist die uralten Früchte, das ist echt so eine langfristige Sache, dass ich mit denen Geld verdiene. Aber wenn, dann geht's richtig ab. Okay, ich mache erstmal ein bisschen Platz. Und dann die Kartoffelernte. Und dann kaufen wir bei Pierre neue Samen. Habe ich da... Ich hatte schon bestimmt irgendwo Früchte. Perfekt. Wie viele Pilze ich da auch drin habe. Zack, zack. 9 Käse. Das muss ich noch in ein Fass schmeißen. Und den Kaviar auch. Schneller Slurp. Ich hätte einen Kaffee trinken sollen. Ich glaube, das wäre smart gewesen. Okay, was soll ich jetzt machen? Was kommt noch rein? Achso, die Fässer sind da drüben. Ich denke die ganze Zeit, hier sind meine Fässer drin. Oh, da wird noch gearbeitet sogar. Ah, ja, ich wollte das Trüffelöl machen. Ich verkaufe den Trüffel jetzt einfach so. Nee, wenn ich jetzt eh nochmal hier rein muss für die uralten Samen. Ich hab's gleich, Leute. Wo sind jetzt meine Trüffel? Hab ich anscheinend schon. Hä? Manchmal bin ich doof. Ignoriert das dann einfach. Warten wir kurz. Was brauche ich eigentlich für das Totem? Honig, 20 Farben. Das habe ich doch. Den Honig habe ich jetzt aber in einer anderen Kiste. Aber das... 3 uralte Samen. Nice. Wisst ihr was? Ich hole gerade den Honig, während das arbeitet. Was brauche ich für das Strandtotem? Kann ich das auch schon bauen? Inseltotem brauche ich da. Regentotem nicht. Kochset. Das kann ich noch gar nicht bauen. Schade. Ich nehme mich mit. Ja, genau. Ihr werdet reingeschmissen in die Fässer. Ich habe so eine Unordnung. Ich dachte, ich habe es wieder mittlerweile im Griff. Fasern. Wir machen mal 2. Perfekt. Zack. Mache ich hier den Honig rein. Hier hole ich die Samen raus. Dann pflanzen wir die noch schnell. Und dann kommt die Kartoffelernte. Das ist schon echt schön geworden, oder? So langsam wird das mit den uralten Früchten. Okay, los geht's. Dann nochmal sehen. Oh, weiß nicht, ob das mit der... Doch, wir schaffen das mit der Insel. Immer optimistisch bleiben. Easy. Die auch noch. Da pflanze ich jetzt aber erstmal nichts Neues, weil da will ich langfristig... Iridium-Sprinkler hinbauen. Gott, wie
viele Bäume auf diesem Waldhof wachsen. Aber ich mag den Waldhof nach wie vor. Ich finde den sehr atmosphärisch. Ah, cool, hier unten, die sind noch gar nicht gewachsen. Wahrscheinlich wachsen die ja morgen erst. Das macht die Ernte ein bisschen schneller. Los! Schneller ernten! Das ist erst 11:30. Wie lange brauchen die Kartoffeln zum Wachsen? 8 Tage? 10 Tage? Auf jeden Fall schaffen wir nochmal. Eine Ernte schaffen wir mindestens noch für die Kartoffeln. Los, los, los! Oh, das ist wieder Trüffel. Nice. Auch herkommen. Nicht essen. Und nicht alle auf meinem Feld rumstehen, bitte. Schnorreslurps arbeiten. Herz. Okay, es ist jetzt 12. Und ich habe alles geerntet. Nice. Dann verkaufen wir den ganzen Kram auch. Tschüss, 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 tschüss. Und dann geht's schnell zu Pierre. Dann geht's schnell zu Pierre. Wir kaufen, keine Ahnung. Ich habe auch, glaube ich, noch Kartoffelsamen in der einen Kiste. Und wir kaufen jetzt einfach neue. Hallo, Harvey. Magst du einen Diamant bekommen? Das ist so ein nettes Geschenk, danke dir. Ich komme kaum mit meinen Einnahmen aus. Ich habe nicht genug Patienten. Ich sollte versuchen, ein paar Patienten aus anderen Städten zu holen. Oder du machst die Leute krank, dann hast du auch Patienten. Lifehack. Folgt mir für weitere Geschäftsideen. Okay, Kartoffelsaat. 6 Tage. Crazy. Ich kaufe jetzt, ich weiß es nicht, 400. Dann habe ich, glaube ich, noch eine Kiste Samen. Und dann reicht es, glaube ich, erstmal wieder. Sprach er und war danach wieder entsetzt, dass er zu wenig Kartoffelsamen gekauft hat. Der Klassiker. Okay. Warte mal, ganz schön, ich kann den Kaviar verkaufen. Okay, 12.40 Uhr. Es reicht immer noch, um auf die Insel zu gehen. Hoffe ich. Wenn wir bis um 3 durch sind mit der Aussaat, da hätten wir, wären wir ganz gut in der Zeit. Und dann können wir auf die Insel gehen, dann suche ich nochmal nach dem Farbenspiel und ich will die Seesterne endlich lösen. Aber erstmal pflanzen wir jetzt. Habe ich jetzt alles? Ne, hier kann ich aber nicht, weil das Schaf da steht. Shelly! Mehr Kartoffeln. Oh, 1420? Okay. Einen Moment, ich könnte jetzt auch tatsächlich das hier wegmachen. Reicht das dann an Platz? Das ist ja zu klein, oder? Wenn ich jetzt hier noch ein... Der ist zu klein für den Iridium-Sprinkler. Krass. Dann brauche ich das auch nicht dahin machen.
So, das muss noch gegossen werden. Ich dachte, warum sieht denn der Samen so merkwürdig aus? Perfekt. Ah, 20 nach 3. Sollen wir es einfach auf die Insel teleportieren? Dann geht das nochmal schnell. Dann haben wir noch ein bisschen. Ich glaube, das ist ganz klug. Jetzt interessiert mich aber, wie viel Samen ich noch hier drin gehabt hätte. Und dann teleportieren wir es auf die Insel. 94, okay. Schnell, 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 schnell. So. Ha! Wahrscheinlich voll verschwendet jetzt der Totem. Oh, es regnet sogar. Oh, wenn es regnet, hieß es doch, kann ich diese Edelsteine von den Vögeln finden. Am Strand soll einer sein. Irgendwann müssen hier Edelsteinvögel sein. Ich will erst zu Professor Schnecke. Ich weiß auch gar nicht, ob die überall zu finden sind oder ob die... ist so keine coole Figur. Oder nur vereinzelt sind. Hallo, Professor Schnecke. Nein, das, ich habe mich irgendwo verkackt. Das sind niemals 11. Soll ich trotzdem 11 machen? Oder soll ich nochmal von oben anfangen? Oh ne, wir machen jetzt 11. Ja, passt nicht, schade. Und dann fangen wir das nächste Mal noch von oben an. Ich zähle die nicht. Das ist Wahnsinn, die zu zählen. So, und wo sind jetzt diese... Hier ist nichts. Da, guck, das sind niemals 11. Das war klar. Hätte ich mir echt schenken können. Manchmal sollte man echt auf sein Bauchgefühl hören. Aber hier ist noch eine, das sind bestimmt 18. Und ich habe damals nicht 18... Hä, wo kommst du denn her? Cool. Ich habe damals nicht 18 angeklickt, weil ich dachte, das sind niemals 18. Ich weiß es nicht mehr. Die Schulterplatte habe ich schon. So viele Knochen. Aber kein Edelsteinvogel. Ein Edelsteinvogel? Nein. Wir gehen nochmal, es kann sein, dass, ich habe ja das letzte Mal in der letzten Folge, habe ich das Farbenspiel im östlichen Teil der Insel gesucht. Es kann sein, dass es im westlichen Teil ist und ich das einfach falsch abgespeichert habe. Wir werden es rausfinden. Das sind bestimmt 18 und ich habe niemals 18 angeklickt. Das sind einfach so viele. Ist hier was gewachsen? Oh, die Ananas ist gewachsen. Das ist ja cool. Und auch gewachsen. Oh, krass! Wo kommen denn die ganzen Walnüsse her? Wie viel habe ich denn jetzt? 10 hatte ich jetzt wieder, oder? Da kann ich ja bestimmt was freischalten. Ananasfrucht? Geil. Keine Ahnung, was ich mit euch machen soll. Ich glaube, euch kann ich verkaufen. Wisst ihr was? Ich verkaufe euch alle. Hier ist auch kein Edelsteinvogel. Geh mal hier weiter. Huch. Doch, das war der bestimmt, oder? Und hat einen Rubin verloren. Deshalb... Stark. Das sind diese... Hab ich da nicht schon mal einen gesehen? Und wusste aber nicht, was ich damit anfangen soll. War einfach nur überrascht, dass der einen Edelstein verloren hat. Und wusste nicht, dass der zu diesem Rätsel gehört. Habt ihr mir nicht sogar schon mal davon erzählt? Oh Mann. Ich weiß es gerade nicht. Aber wo ist denn dieses Farbenspiel? Ich weiß, es war ein bisschen versteckt. War das hier oben bei diesen Schleimen irgendwo?
Nice Crit. Aber warum ist er jetzt bei dem Crit nicht sofort gestorben? Der auch nicht. Ich dachte, die sterben sofort, wenn ich critte. Aua, Alter, die sind so stark. Okay. Hier geht's nicht lang. Dafür brauche ich, glaube ich, 50 Walnüsse. Was dahinter ist, keine Ahnung. Da versteckt sich irgendjemand. War das hier oben lang? Ah, krass. Aha! Okay, dann spielen wir das nochmal schnell. Oder wir spielen es nicht. Wie ging das denn? Weil ich schon mal gespielt habe, kann ich es nicht nochmal spielen. Hallo? Anscheinend kann ich es nicht spielen. Ich dachte, das kann man bis zu dreimal spielen, habt ihr mir doch erzählt. Das habe ich mir sogar merken können. Aber anscheinend nicht jetzt. Klicke, ich klicke, ich klicke, ich klicke. Aber er möchte nicht. Schade. Hm. Hier gibt es den Papageien-Ex. Den freischalten. Ich glaube, der lohnt sich langfristig schon. Bin doch jetzt irgendwo ein Geheimgang? Tatsächlich. Oh, hier war ich schon mal. Toller Geheimgang. Krass. Das ist cool. Ja, das hat sich richtig gelohnt. Aber dann kann ich... Warte mal, Ausgrabungsstätte, Dschungel. Dann gucken wir, ob da nochmal ein... Ach, das ganze Haus wird weggetragen. Das hier abgefahren. Okay, aber wenn wir gerade schon hier sind, probiere ich jetzt den Edelstein. Crazy. Den kann ich ja wieder mitnehmen. Da müssen also einfach Edelsteine... Aber müssen das die Edelsteine sein, die die Vögel verlieren? Oder hätte ich jetzt einen Rubin aus meinem Lager mitgenommen? Wäre da auch hier drauf gegangen. Und wenn ich den jetzt hier drauf lasse, bleibt er hier drauf oder verschwindet der? Das probieren wir einfach mal aus. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Auf die linke Fläche ein Rubin kommt. Der Dschungelrätsel. Rubin. Dschungelrätsel. Das habe ich wieder mal mit meiner schönsten Schrift aufgeschrieben. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Rubine habe ich ansonsten genug. Dann können wir den noch austauschen. Nee, ich nehme den mit. Nein, das ist doch Quatsch, den mitzunehmen. Doch, ich nehme mit. Ich will nicht, dass der verschwindet. Ich glaube, dann kann ich aber auch einfach alle Edelsteine, die ich habe, ausprobieren. Da muss ich ja nicht, wenn ich weiß, dass die Edelsteine verlieren. Die sehen aus wie Edelsteine, die Vögel. Brauche ich ja nicht warten, bis ich die sehe. Dann nehme ich einfach die Edelsteine und knall die da drauf. Und hoffe, dass es funktioniert. Na gut, ich packe ich hier rein. Cool. Dann gehen wir mal ins Bett. Ach ja. 39.000. Ich will mehr. Mehr. Mehr Kartoffelgeld. Geld aus dicken Knollen. Das wuchernde Unkraut. Das wird mich mein Leben lang verfolgen, glaube ich. Alles klar. Folge ist rum. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Gefällt mir da. Das wäre großartig. Das pusht so ein bisschen das Video und den Kanal und mich persönlich macht das happy. Wenn ihr neu seid, klickt auf Abonnieren. Ich versuche so regelmäßig wie möglich neue Folgen rauszubringen. 5-mal die Woche in der Regel. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.